boom, there's a gun in the back of your head, and some big sucker gets in your Forerunner and puts a gun on you, just like that. It's done. Joel und Lisa Guy lebten in Amerika und verschwanden nach dem Erntedankfest plötzlich. Besorgte Freunde riefen die Polizei und baten sie, in ihrem Haus nachzusehen. Die Polizisten machten eine Entdeckung, die sie ihr Leben lang nicht vergessen würden. In unserem ersten Fall sprechen wir über das Verschwinden von Shannon und Christopher, die Ermittlung und die tragischen Enden. Im zweiten Fall erleben wir das beunruhigende Ende von Joel und Lisa, begleitet von den Kameras der Polizei. Wenn Sie bereit sind, fangen wir an. Shannon Christian wurde am 29. April 1985 in Nacogdoches, Texas, geboren. Als Shannon jung war, zog sie mit ihrer Familie nach Knoxville, Tennessee, wo sie ein bürgerliches Leben führte. Shannon war bekannt dafür, lustig und gleichzeitig freundlich zu sein. Ihre Liebe zu den Menschen und ihr Wunsch, mehr über sie zu erfahren, führten dazu, dass sie sich bei ihrer Studienwahl für das Fach Soziologie entschied. Shannon wollte ihre Familie nicht verlassen und entschied sich für eine nahegelegene Universität. Zu ihrer Mutter hatte sie eine besonders tiefe Bindung. Christopher Newsom wurde am 21. September 1983 in Knoxville, Tennessee, geboren. Für seine Eltern war die Geburt von Chris eine völlig unerwartete Überraschung. Weil ihre anderen Kinder erwachsen geworden waren und sie fast vergessen hatten, wie man Kinder erzieht. Als energiegeladenes Kind liebte Chris es, Sport zu treiben. Er liebte besonders Baseball. Shannon und Chris lernten sich durch einen gemeinsamen Freund kennen, als sie 21 und 23 Jahre alt waren. Innerhalb weniger Monate vertiefte sich ihre Beziehung. Sie begannen, Pläne für ihre Ehe zu schmieden. Das junge Paar hatte Pläne für Samstagabend, den 6. Januar 2007. Sie gingen zum Abendessen aus und besuchten dann die Geburtstagsfeier eines Freundes. An diesem Nachmittag ging Shannon zum Haus eines Freundes, um sich fertig zu machen. Dort wartete Christopher. Gegen 20 Uhr sagte Shannons Freund, dass sie zu spät zur Party kommen würden. Sie ging und ließ sie zurück. Shannon forderte Christopher auf zu warten. Schließlich, nachdem sie eine Weile gewartet hatte, kam er und gemeinsam gingen sie zum Parkplatz, wo das Auto stand. In den frühen Morgenstunden des 7. Januar wachte Shannons Mutter Dina auf und überprüfte das Zimmer ihrer Tochter. Ihre Mutter war besorgt, als sie ihre Tochter nicht sehen konnte, dann überprüfte sie ihr Telefon. Sie bemerkte eine Reihe verpasster Anrufe von seltsamen Nummern. Bevor sie diese Anrufe erwiderte, versuchte Dina, ihre Tochter zu erreichen. Leider gingen die Anrufe direkt an die Voicemail. Später rief Dina einige unbekannte Nummern zurück. Diese Leute stellten sich als Freunde von Shannon vor. Freunden zufolge kamen Shannon und Chris nicht wie erwartet zur Party. Es war undenkbar, dass das Duo nicht an der Feier teilnehmen würde. Und noch dazu nicht ohne Vorankündigung. Ihre Freunde vermuteten, dass nach dem geplanten Abendessen des Paares etwas schiefgegangen sei. Am selben Tag rief Shannons Chef Dina an und teilte ihr mit, dass Shannon nicht zur Arbeit erschienen sei. Dadurch stieg ihre Angst sprunghaft an. Sie rief zunächst Chris' Eltern an und meldete das junge Paar als vermisst. Sie beschlossen daraufhin, die Polizei zu kontaktieren. We had not seen him since Saturday night, which that's not unusual. He was 23 years old, and he kind of came and went, you know, with not a whole lot of restrictions at that age. And the way we discovered he was missing was Shannon's mother, Dina, called and said that Shannon didn't show up for work. Die Polizei sagte, sie werden die 24-Stunden-Regel durchsetzen, die normalerweise für vermisste Personen gilt.
Da die Familien keine ausreichende Unterstützung von der Polizei erhalten konnten, beschlossen sie, ihre eigenen Durchsuchungen durchzuführen. Sie kontaktierten Freunde, Bekannte und örtliche Krankenhäuser. Am Montag, 7. Januar, lief ein Eisenbahner auf den Gleisen. Und er entdeckte auf den Gleisen die verbrannte Leiche eines jungen Mannes. Der Körper war bis zur Unkenntlichkeit verschwunden. Die Familien von Shannon und Chris setzten ihre Suche fort, ohne von dieser schrecklichen Entdeckung zu wissen. Sie suchten immer noch nach einem Hinweis. Sie erreichten Shannons Mobilfunkanbieter. Sie wollten Telefonaufzeichnungen und Standortdaten. Aufzeichnungen zeigten, dass das Telefon innerhalb der letzten Stunde benutzt wurde. Die Polizei konzentrierte ihre Ermittlungen auf den Bereich Cherry Street. Sie kannten diese Gegend, weil sie für ihre hohe Kriminalitätsrate bekannt war. Am Montagmorgen, dem 8. Januar, wurde Shannons verlassenes Fahrzeug in der Cherry Street gefunden. Sie untersuchten den Innenraum des Fahrzeugs und stellten fest, dass einige persönliche Gegenstände fehlten. Eine Autopsie von Chris' Leiche ergab die Gewalt, der er ausgesetzt war. Später erreichten sie seine Familie und erzählten ihnen die tragische Nachricht. Sie sagten, Chris' Leiche sei in einem sehr schlechten Zustand und empfahlen nicht, die Überreste zu sehen. Bei der Untersuchung von Shannons Fahrzeug wurde ein Umschlag mit einer Adresse darin gefunden. Diese Adresse befand sich in der Chipman Street und war nur 2 Blocks vom Fundort des Fahrzeugs entfernt. Die Fingerabdrücke im Umschlag wurden gesammelt und kurze Zeit später konnte die Identifizierung vorgenommen werden. Diese Drucke gehörten LaMarcus Davidson. Eine Hintergrundüberprüfung von LaMarcus ergab, dass er wegen schweren Raubüberfalls 5 Jahre im Gefängnis saß und kürzlich freigelassen wurde. Die Beamten gingen in Richtung Chipman Street und kamen zu einem heruntergekommenen Mietshaus. In dieser Gegend gab es nur wenige Wohnhäuser. Sie klopften an die Tür, erhielten aber keine Antwort. Sie hatten den Verdacht, dass Shannon drinnen war und beschlossen, in das Haus einzubrechen. Die internen Erkenntnisse brachten ein schreckliches Verbrechen zutage, für dessen Aufklärung selbst die erfahrenste Polizei Jahre benötigen würde. Die Überreste von Shannon Christian wurden entdeckt, als der Mülleimer in der Küche geöffnet wurde. Darüber hinaus wurden bei der Durchsuchung des Hauses ihr Musikplayer, Schuhe und persönliche Gegenstände gefunden. Nach diesen schrecklichen Entdeckungen begannen sie, LaMarcus Davidson aufzuspüren. Sie gingen auch davon aus, dass er die Morde nicht allein begangen hatte. Auch diese Gedanken waren richtig. Es stellte sich heraus, dass an der Ermordung des jungen Paares 5 Personen beteiligt waren. Die Handydaten von LaMarcus wurden untersucht und Gespräche mit einem Mann namens Eric Boyd entdeckt. Eric wurde von der Polizei gefasst. Er behauptete, dass er den Aufenthaltsort von LaMarcus nicht kenne. Als jedoch Druck auf ihn ausgeübt wurde, änderte sich seine Geschichte und er begann, mit der Polizei zu kooperieren. Zu diesem Zeitpunkt erreichte ein Zeuge die Polizei und berichtete, dass LaMarcus Davidson sich in einem Gebäude versteckt habe. Daraufhin machte sich die Polizei auf den Weg und kam zu einem verlassenen Haus. Im Haus fanden sie Müllberge, leere Lebensmittelverpackungen und McDonald's-Tüten. Im Haus wurden außerdem Kleidung, ein Mobiltelefon, Ferngläser und Waffen gefunden. Zu dieser Truppe gehörte auch der mögliche Drahtzieher des Mordes, LaMarcus Davidson. Er wurde wegen Mordes festgenommen und zur Polizeistation gebracht. LaMarcus erzählte den Polizisten 5 verschiedene Geschichten. Diese handelten von der Entführung, Folter und Ermordung von Chris und Shannon. Er behauptete zunächst, er habe den Tatort verlassen und keine Kenntnis von den Opfern gehabt. Später, sagte er, seien einige Männer zum Haus gekommen und hätten die beiden Personen an das Auto gefesselt. Er sagte, er habe die Opfer auf dem Rücksitz des Autos gesehen und habe nichts mit diesem Vorfall zu tun. Als er kurze Zeit später zurückkam, war Chris verschwunden. Shannon war in einem Wohnzimmer gefesselt. Am 11. Januar verhaftete die Polizei LaMarcus Davidson, Eric Boyd, Latelvis Cobbins und George Thomas wegen ihrer angeblichen Rolle bei der Ermordung von Shannon.
Nach dem Vorfall gab es einen weiteren Namen, der als Mittäterin galt und in die Liste aufgenommen werden musste. Diese Person war Vanessa Coleman. Es wurde behauptet, sie sei an der Folter und Ermordung des jungen Paares beteiligt gewesen. Die Umstände der Morde wurden nach der Inhaftierung der Täter klar. Die Angeklagten beschuldigten sich ständig gegenseitig und spielten ihre Rolle bei den Verbrechen herunter. Wie vorhergesagt, entpuppt sich LaMarcus als Hauptfigur hinter diesen Verbrechen und sein Beweggrund ist, dass er ein neues Auto haben möchte. LaTelvis Cobbins war der Erste, der eine plausible Version der Ereignisse präsentierte. Er sagte, sie seien zum Apartmentkomplex gegangen, um jemanden zu treffen, und hätten dort das junge Paar getroffen. Die Angreifer sahen Shannon und Christopher, die sich in der Nähe ihres Fahrzeugs umarmten. Dann beschlossen sie, das Paar anzugreifen. LaMarcus und die anderen zwangen Chris und Shannon, hinten ins Auto zu steigen. Anschließend brachte er sie zu dem 10 Kilometer entfernten Haus in der Chipman Street. Vanessa bestritt zunächst die Beteiligung, änderte jedoch später ihre Aussagen. Sie gab zu, am Tag des Vorfalls dort gewesen zu sein. Sie zerrten Chris und Shannon an den Haaren und an der Kleidung ins Haus. Als sie drinnen waren, wurden ihnen die Füße gefesselt und ihre Münder mit Knebeln vollgestopft. Die Mörder begannen zuerst mit Chris und brachten ihn aus Shannons Blickfeld. Sie schleppten ihn in ein anderes Zimmer. In den folgenden Stunden wurde Chris von mehreren Mitgliedern der Gruppe vergewaltigt. Die Abscheulichkeiten würden hier nicht enden. Zuerst steckten sie ihm eine Socke in den Hals und verbanden ihm die Augen mit einem Kopftuch. Anschließend legten sie ihm eine Hundekette um den Hals. Am nächsten Morgen setzten sie ihren Plan in die Tat um. Sie brachten ihn zur Bahnlinie, wo die Leiche gefunden wurde. Dort zwangen sie ihn, barfuß über Steine zu gehen. Nachdem er etwa 20 Meter entfernt war, schossen sie ihn einmal in den Rücken. Chris starb nicht beim ersten Schuss. Er überlebte noch eine Weile. Chris starb noch am Unfallort, nachdem der zweite Schuss über sein rechtes Ohr abgefeuert worden war. Aber seine Qual war noch nicht vorbei. Sie übergossen den Körper von Chris mit Benzin und zündeten ihn an. Sie dachten, sie würden die Beweise erfolgreich vernichten. Shannon, die zu dieser Zeit zu Hause war, kämpfte trotz der Folter um ihr Leben. Sie wusste nicht, was mit ihrer Geliebten passiert war. Die Angreifer, die Chris getötet haben, kehrten für Shannon nach Hause zurück. In ihrer Abwesenheit griff Vanessa Shannon in einem der Räume des Hauses gewaltsam an. Sie überlebte den ersten Angriff, wurde jedoch später nackt ausgezogen und geschlagen. Dabei kam es zu schweren Schädelverletzungen. Anschließend fesselten sie die junge Frau an einen Stuhl und vergewaltigten sie wiederholt. Shannon begann in Kopf- und Leistengegend zu bluten. Die Angriffe dauerten mehrere Tage. Sie setzten ihre Abscheulichkeiten mit unbekannten Objekten fort. In ihrer Vagina und ihrem Anus waren tiefe Tränen. Genau wie ihr Freund Chris war Shannons Albtraum noch nicht vorbei. Sie hatten auch einen anderen Plan für sie. Sie dachten, die Wunden an Shannons Körper würden ihre Identität verraten. Sie nahmen Bleichmittel und versuchten, die Spuren zu entfernen. Sie schütteten Shannon Bleichmittel in den Hals. Während Shannon all diesen Schmerz spürte, war sie am Leben. Nachdem sie Shannon in einen Müllsack gewickelt hatten, warfen sie sie in einen Mülleimer in der Küche. Sie bedeckten die Säcke mit alten Laken. Während Shannon langsam erstickte, gingen die Killer ihrem Alltag nach, als wäre nichts passiert. LaMarcus zog Chris Schuhe an und verließ das Haus, um seine Freundin zu besuchen. Er schenkte ihr Shannons persönliche Gegenstände. Bei einer Durchsuchung von Vanessas Haus wurde ein Tagebuch mit Aufzeichnungen vom 9. Januar gefunden. Einzelheiten der Folter von Chris und Shannon wurden niedergeschrieben. Gegen LaMarcus, LaTelvis, Vanessa und George wurden 16 Anklagen erhoben, darunter Mord, Vergewaltigung, Raub und Entführung. Der Prozess gegen Eric Boyd begann als einziger Fall, der nicht direkt mit den Morden in Zusammenhang stand. Seine Verteidigung bestand darin, dass er im Nachhinein von den Morden wusste und keine Verantwortung dafür trug.
Seine Bemühungen waren jedoch vergeblich und er wurde der Beihilfe zum Mord für schuldig befunden. Er wurde zu insgesamt 18 Jahren Gefängnis verurteilt. Die Verteidiger von Latalvis, LaMarcus und George behaupteten, Shannon und Chris hätten gewusst, was geschah und dass sie sich freiwillig an der Folter beteiligt hätten. Ihren Vorwürfen zufolge gingen Chris und Shannon zu dem Haus, in dem sie Drogen gekauft hatten. Dort stimmte Shannon freiwillig dem Geschlechtsverkehr zu. Allerdings zeigten toxikologische Berichte, dass Shannon keine Medikamente in ihrem Körper hatte, was eine offensichtliche Lüge war. Latalvis und LaMarcus erhielten wegen Mordes die Todesstrafe und wegen anderer Verbrechen 80 Jahre Gefängnis. Ein weiterer Täter, George Thomas, wurde zu lebenslanger Haft ohne Anspruch auf Bewährung verurteilt. Vanessa erlangte Immunität von der Anklage wegen Autodiebstahls, als Gegenleistung dafür, dass sie gegen die anderen Angeklagten aussagte. Doch im Jahr 2010 entschieden staatliche Gerichte, dass diese Immunität ungerecht sei. Vanessa Coleman wurde wegen Mordes ersten Grades freigesprochen. Aufgrund weiterer Anklagepunkte wurde sie zu 53 Jahren Gefängnis verurteilt. Die Familien von Chris und Shannon waren bei Vanessas Anhörung anwesend. Das sagte Shannons Vater vor Gericht. Du hast mir mein Baby genommen, unseren Hochzeitstanz und die Chance, mein Enkelkind zu halten. Nach ihrer Verurteilung legten alle Angeklagten Berufung gegen die Urteile ein. Danach kam es zu einer überraschenden Entwicklung. Richter Baumgartner, der alle Fälle leitete, war im Jahr 2011 in einen Drogenskandal verwickelt. Daher musste er sein Amt niederlegen. Der drogenabhängige Richter hatte eine Beziehung mit einer Frau, die verschreibungspflichtige Drogen anbieten konnte, und es wurde nachgewiesen, dass er Drogen kaufte. Er räumte Amtsverfehlungen ein. Am Ende erhielt er eine milde Strafe. Im selben Jahr wurde der Richter seines Amtes enthoben und mehrere seiner Entscheidungen wurden aufgehoben. Dazu gehörten die Suspendierungen von LaMarcus Davidson, Latalvis Cobbins und Vanessa Coleman. Nach einer Reihe von Berufungsverfahren fanden neue Anhörungen statt und die Strafen wurden reduziert. Vanessas Haftstrafe wurde von 53 auf 35 Jahre verkürzt. Eric Boyd, der erneut vor Gericht gestellt wurde, hatte nicht so viel Glück wie die anderen Täter. Es stellte sich heraus, dass er nicht nur die Mörder versteckte, sondern auch stärker in die Verbrechen verwickelt war. Aufgrund der Aussage von George Thomas wurde Eric erneut angeklagt. Er wurde in allen Punkten für schuldig befunden und zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Haus, in dem Chris und Shannon gefoltert wurden, wurde im Jahr 2008 von einem Müllsammelunternehmen gekauft. Das Haus wurde abgerissen und an seiner Stelle ein Denkmal errichtet. Bevor wir zum zweiten Spannungsteil des Videos übergehen, bitte ich euch, dieses Video zu liken und eure Gedanken darüber in den Kommentaren zu teilen. Ein einfacher Klick auf Gefällt mir ist für uns von entscheidender Bedeutung. Danke. Am Donnerstag, den 24. November 2016, wurde in den Vereinigten Staaten Erntedankfest gefeiert. Viele Menschen hatten ihre Plätze zum wichtigsten Familientreffen des Jahres eingenommen. Dieser besondere Tag hatte auch für Joel Guy und seine Frau Lisa eine besondere Bedeutung. Sie luden alle ihre erwachsenen Kinder, Enkel und Familienangehörigen zum Abendessen ein. Joel war Ingenieur und entwarf Pipelines. Seine Frau Lisa arbeitete als Buchhalterin in einem Ingenieurbüro. Joel hatte drei Töchter aus seiner ersten Ehe, Tina, Angela und Michelle. Die Mädchen sahen Lisa als ihre eigene Mutter. Joel und Lisa hatten auch ein Kind namens Joel Michael Jr. Darüber hinaus hatte dieser Erntedankfesttag eine besondere Bedeutung für die Familie. Das Paar hatte gerade sein Haus verkauft. Sie bereiteten sich darauf vor, in zwei Wochen in eine andere Stadt zu ziehen. Der darauffolgende Montag war der erste Tag nach Erntedankfest, an dem ich wieder arbeiten konnte. Aber Lisa war nirgends zu sehen. Kollegin Jennifer versuchte, Lisa anzurufen, bekam aber keine Antwort. Obwohl Stunden vergingen, erhielt sie nur eine Sprachnachricht.
Die Tatsache, dass Lisa die Firma an diesem Tag nicht besuchte, begann Jennifer zu beunruhigen, denn sie hatte Pläne für diesen Tag. Da es Lisas letzte Woche in der Firma war, wollten ihre Kollegen ihr ein festliches Abendessen veranstalten. Jennifer konnte ihre Freundin nicht erreichen und beschloss, die Polizei zu rufen. Police communication. I have an employee that has not reported for work today and highly unlike her. I've tried calling her home number, I've tried calling cell phone and can't get a hold of her. She is leaving our company, but that's supposed to be Friday, and this definitely isn't like her just not to show up. I'll send a call over to officers, have them swing by and check on her. And if anything changes before then, just give us a call back here, okay? Okay, great. Thank you so much. You're welcome. Polizeiteams machten sich auf den Weg und trafen in kurzer Zeit beim Haus des Paares ein. Sobald sie ankamen, spürten sie, dass etwas nicht stimmte. Die Autos von Joel und Lisa standen vor dem Haus. Doch als sie an die Tür klopften, antwortete niemand. Als der Polizist durch das Fenster schaute, sah er Einkaufstüten auf dem Boden neben der Tür. In diesen Tüten wurden verderbliche Lebensmittel vergessen. Die Polizei umrundete das Grundstück und erreichte die Hintertür des Hauses. Sie bemerkten, dass der Türknauf entfernt worden war und sich dahinter ein Loch befand. Als die Polizisten sich dem Loch näherten und hineinschauten, spürten sie, wie die starke Hitze austrat. Es kam auch ein starker chemischer Geruch aus dem Inneren. Es lagen viele Einkaufstüten und große Flaschen Bleichmittel herum. Sie hatten nun gute Gründe, das Haus zu betreten und beschlossen, durch die Garage einzudringen. Als sie die Garage öffneten, bemerkten sie, dass sie voller Hundekot war und das Geräusch eines verzweifelten Hundes zu hören war. Als sie in den zweiten Stock gingen, fanden sie Blutflecken entlang der Treppen und Wände. Sie hatten keine Ahnung, was sie erwarten würden. Als die Polizisten in den zweiten Stock gingen, betraten sie eines der Schlafzimmer und boten einen schockierenden Anblick. Auf dem Schlafzimmerboden entdeckten sie eine auf dem Boden liegende Hand. Als sie näher kamen, stellten sie fest, dass es tatsächlich zwei Hände waren und nicht an einem Körper befestigt waren. Die Polizei befand sich am Tatort eines äußerst grausamen Verbrechens und beschloss, das Haus zu verlassen, um eine weitere Kontamination des Tatorts zu vermeiden. Zuerst meldeten sie die Situation dem Zentrum. Anschließend sicherten sie den Bereich rund um das Grundstück. Das Innere des Hauses wirkte so verstörend, dass die eintreffende Spurensicherung das Haus in Schutzkleidung betreten musste. Sie gingen durch das Haus und dokumentierten Beweise. Im Inneren entdeckten sie einige der bei dem Mord verwendeten Werkzeuge, mehrere Flaschen Bleichmittel und andere Reinigungsmittel. Dann bemerkten sie einen großen Topf, der immer noch auf dem Herd in der Küche brodelte. Sie dachten, es handele sich um eine gefährliche chemische Mischung. Als der Polizist den Deckel vorsichtig anhob, erkannte er, dass es sich nicht um eine chemische Mischung, sondern um einen kochenden, abgetrennten Kopf handelte. Am Fuß der Treppe im zweiten Stock wurden ein Stapel Kleidungsstücke entdeckt, die offenbar aus dem Körper herausgeschnitten worden waren, Scheren auf dem Boden und überall verspritzte Blutflecken. Polizeiteams gingen ins Badezimmer und entdeckten einen Gartenschlauch, der an den Duschkopf angeschlossen war, und zwei große Plastikbehälter daneben. Diese mit menschlichen Überresten gefüllten Behälter enthalten jeweils einen teilweise geschmolzenen Oberkörper und abgetrennte Gliedmaßen, die in einer chemischen Mischung schwimmen. Zu diesem Zeitpunkt konnte die Polizei lediglich feststellen, dass jemand zwei Menschen getötet und versucht hatte, ihre Körper in Säure aufzulösen. Die erste Aufgabe der Ermittler bestand darin, herauszufinden, wer für diesen Horror verantwortlich war. Es ging darum, ihn so schnell wie möglich zu fangen. In einer Tüte im Badezimmer im Obergeschoss wurden Pflaster und Salben gefunden.
Dies bedeutete wahrscheinlich, dass der Verdächtige verletzt wurde. Die Einkaufstüte mit den Bändern gehörte zu einem Walmart, der 2 Meilen vom Haus entfernt lag. Es waren die gleichen Taschen wie am Fuß der Treppe. Sie identifizierten die Person, die den Kauf getätigt hatte, anhand von Zeitstempeln auf den Quittungen. Diese Person war niemand anderes als Lisa. Da Lisa diejenige war, die den ersten Einkauf tätigte, wurde die gesuchte Person beim zweiten Einkauf versteckt. Sie untersuchten weiterhin die Kameras. Endlich fanden sie die Person, die sie suchten. Er hatte eindeutig eine Wunde an der Hand, die deutlich hervorragte. Nachdem die Polizei das Gesicht des Mannes sorgfältig analysiert hatte, stellte sie fest, dass es sich bei der Person nicht um einen Fremden handelte. Es stellte sich heraus, dass es sich um die Person handelte, die sie auf den Familienfotos zu Hause sahen. Bei dieser Person handelte es sich um den 28-jährigen Sohn von Joel und Lisa, Michael Guy Jr. Das Büro des Sheriffs des Knoxville County intensivierte die Ermittlungen und bat das FBI um Unterstützung. Mit Hilfe von Parkscheinen identifizierten sie Michael Nummernschild. Und man fand ihn in einer Wohnung in Louisiana, 1000 Kilometer vom Haus seiner Familie entfernt. Sie verfolgten jede seiner Bewegungen. Am nächsten Tag, dem 29. November, verhaftete die Polizei Michael ohne Probleme. Sie beschuldigten ihn wegen zweifachen Mordes ersten Grades und zweifacher Misshandlung einer Leiche. Ermittler, die die Ermittlungen durchführten, erhielten Aufnahmen von Überwachungskameras, die Michaels Aktivitäten vor dem Mord zeigen. Es begann 17 Tage vor Erntedankfest. Zuerst ging er in einen Baumarkt in Louisiana. Er kaufte einige im Haus gefundene Chemikalien und wurde dann beim Verlassen des Ladens vor der Kamera gefilmt. Anschließend ging Michael zu einem anderen Geschäft, wo er den am Tatort gefundenen Gartenschlauch, Bleichmittel und andere Materialien kaufte. Schon Tage zuvor war klar, dass er vorhatte, seine Familie zu töten. Die Polizei versuchte, den Grund dafür herauszufinden. Darüber hinaus fand die Polizei im Haus ein Notizbuch, in dem dieser böse Plan ausführlich beschrieben wurde. Die Dinge, die vor den Morden zu tun waren, und die mitzubringenden Gegenstände wurden geschrieben. Der 28-jährige Michael war ein Mann, der noch nie in seinem Leben gearbeitet hatte, keine Pläne für die Zukunft hatte und in Bezug auf Geld völlig von seinen Eltern abhängig war. Trotzdem unterstützten ihn seine Eltern weiterhin, bis sein Vater eines Tages entlassen wurde. Aufgrund der finanziellen Situation beschloss die Familie, ihr Haus zum Verkauf anzubieten. Später zogen sie in das Haus von Joels Mutter, das sie geerbt hatten. Mit dem Geld aus dem verkauften Haus würden sie vorzeitig in Rente gehen und bequem nach ihren Plänen leben. Sie versorgten ihre Familie und zogen ihre 4 Kinder jahrzehntelang groß. Alle seine Töchter gründeten eigene Häuser. Sie taten ihr Bestes für Michael, aber es war an der Zeit, seinen eigenen Weg zu gehen. Michael, der das Vermögen seiner Eltern im Auge hatte, wollte ihre beiden Häuser, mehr als ein Auto und das Geld aus ihrer Lebensversicherung. 2 Tage nach Erntedankfest ließ Lisa ihren Sohn und seinen Vater allein zu Hause und ging zu Walmart, um Lebensmittel einzukaufen. Michael nutzte diese Einsamkeit aus und erwischte seinen Vater beim Sport. Er stach 42 Mal mit einem großen Messer auf sie ein. Als Lisa vom Markt zurückkehrte, ohne zu wissen, was passiert war, empfand sie Entsetzen, als sie nach oben ging. Michael wartete auf seine Rückkehr. Außerdem stach er insgesamt 31 Mal auf seine Mutter ein und schnitt sich einmal selbst die Hand ab. Er ging zu Walmart und kaufte Pflaster und Salben. Als Michael später nach Hause zurückkehrte, begann er, seinen widerlichen Plan umzusetzen. Er versuchte, die Leichen loszuwerden. Als Michael vor Gericht erschien, zeigte er keine Emotionen und keine Reue für seine abscheulichen Verbrechen. Er wurde wegen des brutalen Mordes an seiner Familie für schuldig befunden und zu lebenslanger Haft verurteilt.
Bevor ihr das Video beendet, das Video links ist verstörend und wird nur für erwachsene Zuschauer empfohlen. Die Wiedergabeliste rechts besteht aus Videos, die von euch sehr geliebt werden.